Willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Gran Turismo 1. So, ich versuch's jetzt trotzdem nochmal. Vielleicht gibt's ja doch irgendwas, wenn man hier alle gewonnen hat, so nach dem Motto, hey, du hast folgendes Auto gewonnen. Man weiß es ja nicht. So gut ist mein Gedächtnis dann doch nicht mehr. Ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gespielt habe. So. 17 Jahre? Da kann man es ja schon mal vergessen. So, dann gucken wir doch mal.
Nee, nicht Video. Komm, geh weg. Nee, ach, nicht das Video. So, Tri Mountain hatten wir. Kommt jetzt noch Deep Forest, dann haben wir sie alle. Echt nur 5 Rennen?
Nee, warte mal, Teststrecke haben wir noch. 6. Na, egal. Nein, ach, schon wieder dieses scheiß Video. Das will ich doch gar nicht. So, jetzt müssten wir hier alle Rennen haben. Gibt's jetzt irgendwie einen Bonus? Nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, alle Rennen gewonnen. Nee. Na toll. So, was sind denn, wie viele Strecken gibt es denn hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und das Ganze nochmal rückwärts. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Etappenrennen und Zeitrennen? Bei Zeitrennen fährt man alleine, bei Etappenrennen hat man noch Gegner und das war's? So. Tja, hier gibt es nichts weiter, nur die International A-Lizenz, die wir bräuchten für den World Cup. Die beiden hier unten hatten wir. Und Sonderereignisse. Die sind halt ein bisschen knifflig, ne? Und die normalen Wagen.
Nee, warte mal. Achso, es gibt ja hier keine gebrauchten. Ach, hab ich ja ganz vergessen. Was haben wir denn noch für Wagen, die wir noch nicht getuned haben? PS 227. Mann, ist der schwer. Naja, das bringt ja, die bringt natürlich nichts. Der 200 bei 1170. Können wir mal den probieren, den Camaro. Sondereignisse. Normale Wagen. Mal sehen. Das wird nix. Wir nehmen mal den Civic Type R. Mal sehen, ob das jetzt besser klappt.
Die fahren also ein NSX und so. Okay. Na, da wollte ich natürlich mit dem Civic hier nicht ankommen. Aber eine Sache will ich noch wissen. Und zwar, wir speichern mal. Und zwar würde mich mal interessieren, ob es geht, wenn man Handling tunet, also zum Beispiel Gewicht runter, ob das dann noch geht. Beziehungsweise andere Reifen. Ich muss hier hin, dann Honda, Mugen. So, wenn ich jetzt Reifen mache. Und ich gehe jetzt auf Hochleistung. Weich. Reicht nicht, Kohle. Hier, weich hart. Kann ich dann hier noch daran teilnehmen oder nicht? Nein, es dürfen nur normale Fahrzeuge. Okay. So, dann laden. So, dann gehen wir mal noch mal zu Mugen und schmeißen mal Gewicht raus. Guck mal, ob das jetzt geht. Nein, geht auch nicht. So, na, das geht alles sowieso nicht. Na, das wird alles nicht gehen. Wir sind beim Fahrwerk, das geht wahrscheinlich dann auch nicht, ne? Ne. Ja, schade. Also wirklich nur Auto von der Stange. Das ist ja doof. Na gut, dann muss ich mal noch ein bisschen offscreen hier was zusammenfahren. Bis wir dann die Kohle haben für eine Viper. Weil damit sollten wir eigentlich eine Chance haben. Wir können noch mal gucken. Nö, Chrysler. So, die Viper kostet 80.000. Ja,
war das weniger, der DB7? Hat Chrysler so ein Angebot? Achso, da war... Ich verwechsel jedes Mal so TVR, grausig, aber wir gucken mal. 335. Na, er wiegt natürlich schön wenig, ne? 340. So. Mitsubishi. Ah, 276 und 1,7 Tonnen. Mann, ey. So, Nissan. Das wäre, glaube ich, der Skyline, der am meisten hat. Ja, der hat 276 PS. Das bringt uns alles nichts. So, Mazda. Glaube ich, der RX-7 das höchste bei Ihnen hier. Ja, genau. 261 PS. Alles deutlich weniger. Ah, Subaru. Ah, die haben den Impreza hier. 276 PS. Auch deutlich weniger. Chevrolet. Eine fette Wette. 330, na, auch weniger. Ja, dann haben wir noch Honda. Ist, glaube ich, der NSX, oder? Ja. Type S. 276. Und Toyota. Ah, der Supra mit, weiß ich nicht, 300. 276. Ja, schade. Nee, okay, dann müssen wir Tatsache die Viper. Muss ja 80.000 zusammen gewinnen. Gut, dann bedanke ich mich ja fürs Zuschauen. Ich mache mal ein bisschen offscreen, ein bisschen die Kohle zusammen und dann gucken wir uns im nächsten Video dann zusammen die Viper an, wie die sich bei normalen Autos machen. Also, bis gleich. Tschüss.